Waagekind, herzlich willkommen bei Glücksfreak, Janine hier. Waagekind 2024, astrologisch gesehen, erwartet dich ein gutes Jahr. Wir gucken uns jetzt den April und den Mai an, aber kleiner Reminder, dass ein großes Thema und die Challenge zugleich 2024 für einige sein kann, sich dieses Jahr nicht zu sehr auf unnötige Diskussionen einzulassen. Ja? Und Mai ist für euch, ich wollte euch auch daran erinnern, dass Mai dank Jupiter, dem Glücksplanet, können gute Erfolge und Projekte, speziell beruflich, jetzt vernommen werden. Also Mai, Juni geht's bei euch ein bisschen wieder in die Aktion. Lass uns schauen, ihr habt zwei wundervolle Göttinnen hier. Die Energie zeigt sich von Aine, eine keltische Göttin, und auch von Arian Roth. Auch eine keltische Göttin. Mega spannend. Also, Aine an sich steht, sie steht für die Wandlungsfähigkeit. Sie zeigt sich als Hauptenergie für dich. Das heißt, dass Magie in der Luft liegt. Ja, die Schützekinder hatten diese Karte auch. Es geht unter anderem darum, dein altvertrautes Ich, das sich womöglich in deiner Komfortzone einplatziert hat, in eine andere, bei den Schützekindern habe ich gesagt, eine andere Tanzfläche zu befördern. Und im Feld zeigt sich für dich jetzt ein Wandel deines Ichs. Ich sehe ein Waagekind, das jetzt im April, Mai sich offen und neugierig einem Wandel unterzieht. Wenn Aine mit der Eins kommt, das heißt, sie verspricht auch viele Neuanfänge, ob es im Denken, im Handeln ist, aber auch generell Situationen, neue Situationen, die dich weiterbringen, Informationen unter anderem auch. Wenn sie sich aber zeigt, kommt immer wieder die liebevolle Ermahnung, gerne darauf aufpassen, sich nicht auf ein bestimmtes Ergebnis, wie etwas zu laufen hat, wie jemand reagieren soll, zu fixieren. Ein bisschen mehr dieser Magie, die in der Luft ist, ganz klar im Feld hier für dich, ein bisschen darauf zu vertrauen. Und Vertrauen hat auch immer mit ein bisschen Zurücktreten zu tun. Was nichts anderes uns hier Arian Roth zeigt, die ist die Hüterin der Zeit. Ja, sie erinnert dich speziell in kommender Zeit, dass du jetzt alle Zeit der Welt hast, um deine Vorsätze und Wünsche mit ihrem ganzen Potenzial zu verwirklichen. Sie ist die Göttin der Zeit und wird dafür sorgen, dass du wieder entspannter deinen Alltag angehst. Wenn sie sich zeigt, ne, ist es echt gut möglich, dass hier einige von euch sich gerade überfordert fühlen. Vielleicht hast du das Gefühl, der Tag hat zu wenig Stunden oder du fühlst dich gerade ein wenig überlastet. Ja? Vom Alltag an sich. Das Gefühl, du kommst nicht hinterher. Du kannst einen anderen Kurs jetzt einschlagen. Und das ist das, was ich auch gerne ändern möchte. Das ist ihre Heilungsbotschaft. Ja, das ist so ein bisschen diese Geschichte. Entspann dich, du bist auf dem richtigen Weg. Alles zu seiner göttlichen Zeit. Es passiert ganz viel hinter den Kulissen. Tritt ein bisschen zurück, erlaube dieser Magie, die von Aine mit der Eins, mit diesen neuen Ideen, mit diesen neuen Situationen, die auf dich zukommen, erlaube der Magie da auch ein bisschen Einhalt zu gewähren. Das Interessante ist, wir haben die Eins und wir haben die Drei. Und als ich so in diese Karten reingefühlt habe, habe ich mir gedacht, okay, für mich ist immer die Eins auf die Plätze. Die zwei fertig, also Fokus, Innekehr, in sich gehen, und die drei ist dann los. Ne? Dann rennt man los zu seinem Ziel. Wir haben die eins und die drei, das heißt auf die Plätze, absolut. Du bist startklar für bestimmte Dinge. Mir fehlt aber fertig und los. Mir fehlt dieses fertig, wenn du weißt, was ich meine. Dieses Fokus auf die Plätze, okay, ich mache mich startklar, ich konzentriere mich, ich fokussiere mich. Da ist keine Aktion. Da ist mehr Atmen, Entspannen.
Und dann geht's zum Start, beziehungsweise dann geht's los. Ja, ich hoffe, das ist für einige ganz klar, aber das ist ganz klar diese Energie hier im Feld für die nächste Zeit, dieser neue Kurs, der gegangen werden darf, um die Magie hier reinzuholen, weil die Magie ist da. Lass uns weiter gucken. Mega spannend. Schöne Gruppe wieder. Also, bitte dran denken, April ein super wichtiger Monat. Energetisch gesehen, astrologisch gesehen, totale Sonnenfinsternis. Das heißt, wir haben jetzt den Neumond auch im Widder am 8. Neues Willkommen. Hier haben wir Aine mit der 1. Ja, hier möchte etwas Neues erschaffen werden auch. Das ist jetzt Neubeginn-Energie. Gerne alles in dem April-Reading. Ganz, ganz wichtig für jedes Sternzeichen. Sehr, sehr viel Info, damit man das Ganze besser navigieren kann. Und Waage 2024 verlinke ich euch auch. Ja, dein gesamtes Reading für 2024 astrologisch gesehen. Lass uns gucken. Spirit, sei so gut. Ah, ich würde gerne damit erstmal anfangen. Lass uns hier noch eine Karte bitte ziehen für die Waagekinder, bitte. Also hier passiert Bewegung, aber auch indem du ein bisschen dich zurücknimmst hin und wieder. Sonst kann die Magie hier nicht rein. Hier möchte echt viel gesprochen werden. Löwenzahn und blauer Lotus, den hatten wir vor 3 Wochen an die Neuen. Herzlich willkommen. Gerne, wenn es dich interessiert. Vor 3 Wochen auf Facebook und hier auf YouTube jeden Montag die Wochenbotschaften. Da hatten wir einiges über den blauen Lotus. Das zeigt mir, dass es eine unruhige Energie ist von meinem Gegenüber, sprich bei dir, dass dir der blaue Lotus, ich habe es mir selber damals geholt, habe ich gepostet auch auf YouTube, nee, auf Facebook, Entschuldigung, und habe es auch als Tee getrunken. Es macht wirklich, es entspannt richtig das Nervensystem, eine gute Geschichte, ja. Also hier geht es um Intuition. Du gehst immer mehr in deine Intuition. Du hörst immer mehr auf dein Gefühl. Hier sehe ich keinen Kopf. Hier sehe ich kein Machen. Hier sehe ich genau das, was uns hier in der Mitte fehlt. Das ist super schön. Ne? Auf die Plätze. Fertig. In sich gehen. Intuition mit dem blauen Lotus. Und dann go. Der verwundete Heiler. Hier ist jemand. Vielleicht hast du was mit der Schütze-Energie zu tun, weil hier zeigt sich wieder das Sternbild des Schützen. Lass uns gucken. Da würde ich gerne zu der Karte noch ein bisschen mehr mit dem Löwenzahn, gerne ein bisschen mehr wissen wollen. Lass uns mal hier gucken, Spirit. Ich habe den Eindruck, dass bei einigen von euch Löwenzahn unfassbar gut tun würde, weil es dich wieder ganz macht, wenn es Sinn macht. Und mit ganz meine ich einfach, dass du wieder mehr bei dir bist. Spirit, zeig mir mal hier. Vielleicht hat es was mit dem Thema Zuhause zu tun, bei einigen von euch jetzt in nächster Zeit. Es geht viel um Beziehungsdynamik jetzt gerade. Ne? Das ist nun mal die Zeit. Und wir haben hier einen Change, einen Wechsel, was das traute Heim angeht. Das legt sich auch über den blauen Lotus. Der blaue Lotus hat auch die 5. Und die 5 hat immer was mit Change, mit Wandel zu tun, was Sternzeichen hin oder her sowieso bei jedem von uns jetzt gerade passiert. Und bei einigen von euch geht es hier ganz stark um das Thema Authentizität, den passenden Ort auch finden, bei sich zu Hause, in sich und auch sich in seiner Haut wohlfühlen. Hier ist ein verwundeter Heiler da, der sich jetzt um sich kümmert, intuitiv auch ganz genau weiß, was ist wichtig für mich gerade, wer ist wichtig für mich gerade, welche Übungen, Entspannungen, was bringt mich auch wieder zu mir. Schön. Und für einige ist es der Kontakt zu seinem höheren Ich und der geistigen Welt, gar keine Frage.
Zeig mir mehr, bitte. Ja, du spürst immer mehr in, oder das Potenzial ist da. Ja, jeder hat seinen freien Willen, aber was im Feld ist, ist, dass du intuitiv für dich immer besser erkennst, dass Zeit eine Illusion ist, dass du dich selber zu sehr selber gestresst hast. Vielleicht konntest du deine Grenzen nicht so setzen, das möchtest du jetzt besser machen. Du kümmerst dich jetzt immer mehr um dich. Es geht auch hier um das Thema der Versuch, etwas zu sein, was man nicht ist. Was uns das mit der Wandlungsfähigkeit mit Aine auch zeigt. Ne? Dieses, es geht unter anderem darum, dein altvertrautes Ich, das sich in deiner Komfortzone einplatziert hat, erinnerst du dich daran, in eine andere, in eine neue Tanzfläche zu befördern. Und hier ist die Notwendigkeit auch für einige da, unter die Oberfläche zu sehen. Warum mache ich das die ganze Zeit? Warum muss ich die ganze Zeit für andere vielleicht da sein? Na? Und hier wird einiges beleuchtet. Hier kommen viele Erkenntnisse für einige von euch. Und der blaue Lotus, das zeigt mir aber ganz, ganz klar auch, da ist jemand trotzdem ein bisschen zu sehr, sie zeigen mir eine Gitarrenseite, die auf Anschlag ist. Vielleicht, weil du mit der Zeit nicht so klar kommst, weil du vielleicht zu sehr im Außen bist. Okay, lass uns weiter gucken. Spirit, falls es mit Liebe zu tun hat, lieber als Engel Samuel, eine schöne Gruppe, die wieder zurück zu sich kommen möchte. Alles ist gut, alles zu seiner göttlichen Zeit. Du musst nichts forcieren. Du musst nichts forcieren. Vertraue dieser Magie mit Aine, mit der Eins, bist du wirklich auf der guten Seite. Die Frage ist, erlaubst du dieser Magie? Trittst du ein bisschen zurück? Ne? Und lässt auch mal machen. Ja, Waagekind. Tiefe, schöne Gruppe. Merci. Seelengefährte kommt gerade sehr, sehr viel, haben wir aber auch Anfang des Jahres schon ein bisschen angekündigt. Ne? Für einige ist die Bestätigung da, dass es dein Seelengefährte ist. Einige sind gerade, werden gerade darauf vorbereitet, auf seinen Seelengefährten, und zwar zum göttlichen Timing. Versuch nichts jetzt, speziell im April, Mai, wenn ich dir den Tipp geben darf, nichts zu sehr zu forcieren. Das ist, ne, wollen, da wirst du ein bisschen das Ganze verzögern. Und für einige geht es einfach jetzt auch wirklich darum, vielleicht mit dem Seelengefährten, den du schon getroffen hast oder triffst, wirklich ehrlich auch sein innerstes Wesen zu enthüllen, also wirklich eure Vertiefung jetzt, eure Verbindung jetzt zu vertiefen, indem ihr ehrlich und offen kommuniziert. Über Ängste, über Sorgen, über Freuden, über Visionen, wie auch immer. Das zeigt sich hier stark im Feld. Vielleicht, wo du verwundet bist auch, ja? Was dir wehgetan hat, wo du dich vielleicht nicht gesehen fühlst. Wow, okay, lass uns gucken. Also hier wird eine Verbindung vertieft, auf jeden Fall. Erzengel Michael ist dabei, das ist schön. Das ist echt, vielleicht hast du es mit einem Schützen zu tun, weil das war auch die Schützekarte. Hier entfaltet sich einiges, Waagekind, wo auch immer du gerade steckst, was dir gerade noch nicht schnell genug vorkommt. Entschleunigen bitte, das höre ich die ganze Zeit, entschleunige ein bisschen. Erzengel Michael ist immer dafür da, um zu beschützen, auch für die Kommunikation gerne mit in den Raum nehmen, falls du so gerne arbeitest mit der geistigen Welt, wenn ein Gespräch stattfinden darf. Und hier werden auch
Energien, die dir nicht mehr dienlich sind, auch abgestriffen, ob das Gedanken sind, Gewohnheiten sind, die nicht zu deinem höchsten Wohl sind. Erzengel Michael zeigt sich hier mega schön. Wirklich dem Schütze-Reading sehr, sehr, vielleicht ist dein Aszendent oder dein Mond im Schützen, dann wirklich super gerne anschauen. Ja, ähnliche Vibes. Bloß hier ist es ein bisschen unruhiger. Hier ist jemand unruhiger, was mit dem Alltag zu tun hat oder einer bestimmten Situation. Fülle. Fülle ist da mit Aine, mit der Wandlungsfähigkeit, mit der Eins, mit der Magie, ja. Fixiere dich nicht auf ein bestimmtes Ergebnis jetzt, wie etwas zu laufen hat oder wer, wie jemand kommen soll. Vertrau darauf, dass Magie in der Luft liegt und alles sich zum richtigen Zeitpunkt einstellen wird. Das ist so stark hier im Feld, dass ich einfach, ja, hier genest jemand, hier ein verwundeter Heiler kommt jetzt in die Genesung. Und sie ist bei sich. Mega schön. Mega schön. Waagekind, wenn es dir, ich hoffe sehr, dass es dich inspiriert hat und du einiges hier mitnehmen konntest. Wenn das der Fall war, vielen Dank für dein Like, vielen Dank für dein Abo, wenn du Lust hast, mich hier öfters zu verfolgen. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin alles, alles Liebe. Tschüss, Ade.